ich zeige euch heute, wie ihr die Apple Watch richtig zurücksetzen bzw. entkoppeln könnt, bevor ihr sie verkauft. Wir fangen an. Wir entsperren einmal unser iPhone, haben wir einmal getan, gehen einmal in die Apple Watch App, sehen hier aktuell noch das Update. Das habe ich jetzt aktuell noch nicht installiert. Gehen auf Zurück, brauche ich nämlich jetzt nicht. Wir gehen einmal auf alle Apple Watches, haben hier einmal dieses kleine i, gehen einmal drauf, sehen dann einmal Apple Watch suchen. Das heißt, das ist die Geschichte wie beim iPhone, dass ihr die dann anpingen könnt und die dann rumplärt. Dann habt ihr Apple Watch entkoppeln und da müsst ihr jetzt einmal drauf gehen. Dann nochmal die Apple Watch entkoppeln. Und jetzt seht ihr, die Apple ID wird abgefragt, damit dann auch die Apple Watch von eurer Apple ID entkoppelt wird. Weil wenn ihr die verkauft und die nur an der Apple Watch zurücksetzt, ist das Problem, dass die immer noch an eure Apple ID gebunden ist. Das heißt, wir gehen einmal hier hin und geben einmal das Kennwort ein. Und in diesem Prozess wird sie einmal entfernt von eurer Apple ID und gleichzeitig auch auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Dies kann je nach Modell zwischen 2-3 Minuten und 5-6 Minuten dauern. In meinem Fall ist es die Series 3. Die wird wahrscheinlich ein bisschen länger benötigen. Und bei der Series 5 und 6 ist das immer recht zügig. So, wir sehen schon mal links, dass die Uhr weg ist. Und hier rechts müssten wir jetzt einmal gucken. Genau, er lädt noch. Dem Verbrauch nämlich ein bisschen länger als bei der Series 5. Oder neuer. Aber an sich ist er jetzt schon mal entfernt von eurer Apple ID. Das seht ihr nämlich jetzt hier, einmal das hier weg und ihr seht, jetzt setzt sich die Apple Watch einmal auf Werkseinstellung zurück. Das dauert gegebenenfalls auch nochmal so, ja, so 1 bis 2 Minuten und dann sollte die auch wieder ganz normal nutzbar sein. So, jetzt läuft nochmal der Kringel durch, das heißt, jetzt wird die Apple Watch komplett fertig wieder zurückgesetzt, sodass ihr sie dann einrichten könnt. Der Kringel wird jetzt je nachdem zwischen 2-3 Minuten oder länger benötigen und danach könnt ihr sie ganz normal wieder einrichten. Das war es in dem Fall schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare. Für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön!